Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 5. Mai. Jesus ward gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht. Philipper 2, Verse 8 und 9. Auch die aufregendsten Prozesse werden eines Tages vergessen. Ihre Akten verstorben. Nur der Prozess gegen Jesus geht immerzu weiter. Er ist des Todes schuldig, entschied vor fast 2000 Jahren der Hohe Rat in Jerusalem. Zögernd stimmte die römische Staatsmacht diesem Urteil zu. Da überantwortete Pilatus Jesus, dass er gekreuzigt würde. Er ist des Todes schuldig, schafft ihn weg, urteilten seitdem Gelehrte und Pöbel. Denker wie Nietzsche und Sartre wollten ihn still beseitigen. Und die Massen, denen er im Wege steht, sind völlig einig mit dem Massengebrüll in Jerusalem. Er muss weg. Alte Religionen erwachen zu neuem Leben und sie sind sich einig. Jesus muss weg, er ist des Todes schuldig. Der sanfte, christliche, abendländische Bürger schreit so etwas nicht. Aber leise wischte Jesus aus seinem Leben weg und bestätigt das Urteil. Er ist des Todes schuldig. Viele einstimmige Urteile, nur einer ist jetzt noch nicht gefragt. Der Vater Jesu Christi, der lebendige Gott. Nun, der muss gar nicht gefragt werden. Ungefragt gibt er sein Urteil ab. Die Auferstehung Jesu ist seine Antwort. Er ist des Todes schuldig, schreit die Welt. Er hat den Tod verdient. Nein, ruft Jesus, er hat das Leben verdient. Ich bin ihm das Leben schuldig, weil er gehorsam war bis zum Tode am Kreuz. Darum hat er das Leben verdient und darum wecke ich ihn, der lebendige Gott, auf. Die Auferstehung ist das letzte, entscheidende Wort über Jesus. Damit fallen alle anderen Urteile der Menschen über ihn hin. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns Klarheit über den Sohn gegeben hast. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.